ab wann sind wir tot? Was wird mitgegeben? Also, also als Empfänger kriege ich dieses Organ, aber was kommt noch mit? Wir können in der medizinischen Astrologie können wir über die Planeten Resonanzen herstellen zu den Organen. Und wenn ein Organ jetzt entfernt wird und bei jemand anders eingesetzt wird, vermischen sich dort Seelenpläne aus meiner Sicht. Und wenn dort etwas vermischt wird, das beobachtet man immer wieder, dass Charakterveränderungen in sehr großem Maße beobachtet werden. Aber diese Energien sind da. So, was macht man mit dem? Wenn nichts gemacht wird, dann ja, es kommen Qualitäten sogar hoch. Wie wenn ich ein Medizin in mir reinbringe und es macht was, es hat eine Schwingung. In meiner Erfahrung, auch in der Praxis, ein Organ wird nicht sofort angenommen, eben weil die Energien so unterschiedlich sind. Und es wird nur durch reine Gewalt mit gewissen Medikamenten dann irgendwie versucht, dass es irgendwie zusammenpasst. Das kennen wir aus dieser Nahtoderfahrung. Es gibt ganz viele Berichte von Menschen, die auf dem OP-Tisch liegen und Nahtoderfahrungen haben und tatsächlich in einem feinen Körper auch alles wahrnehmen, was passiert. Das hört man ja immer wieder. Wenn ich jetzt nicht einverstanden bin mit dieser Organspende und mir das zuschauen muss, weiß nicht, was das mit der Seele macht, oder? Dann ist es eine Art Vergewaltigung, eine Ausübung von Macht in dem Sinn. Aber wenn ich mich entscheide, dass ich sage, ja, ihr dürft meine Organe entnehmen, dann bin ich volle Kanne damit einverstanden, dann glaube ich, dann können die machen, was die wollen. Genau. Aber ich würde es auch in den freien Willen stellen, es ist auch eine Möglichkeit zu sehen. Vielleicht ist es jetzt auch ein Zeichen für mich, einfach den Abschied zu nehmen und loszulassen, oder? Es geht um die Entscheidung, nicht von wegen freier Wille. Nicht nur das, sondern dass ich in meine Kraft komme und auch einstehen lerne, will ich das oder will ich das nicht? Mir scheint, das ist für mich jetzt so eine Essenz, die ich daraus ziehe in so einem Akt, wenn diese Frage kommt, weil sie ist neu und sie ist Teil der Evolution.